So, heute beweisen wir mal eine prädikatenlogische Äquivalenz. Und zwar die folgende. Ich schreibe sie mal hin. Es existiert kein X, für das gilt, für alle Y gilt P von X und nicht Q von Y. Diese Aussage, es existiert kein X, sodass für alle Y gilt P von X und nicht Q von Y. Ne, das ist eine total abstrakte Aussage, man weiß überhaupt nicht, was soll da dahinter stecken, hinter dem P und dem Q, aber das spielt doch gar keine Rolle. Wir befinden uns hier auf einer recht abstrakten Ebene und wir betrachten einfach diese Aussage total abstrakt. Ja? So. Und die soll gelten genau dann, wenn folgende Aussage gilt. Für alle x existiert ein y, sodass gilt, aus p von x folgt q von y. So. Auch eine recht abstrakte Aussage, da weiß man auch nicht, was da dahinter steckt. Aber das ist eine Äquivalenz und man soll jetzt zeigen, mit Hilfe von Äquivalenzumformung, dass die eine Aussage äquivalent ist zu der anderen. Also wir haben hier die linke Seite, die mache ich hier mal grün. Die soll äquivalent sein zu der roten Seite hier. So, naja, wie machen wir das? Wir nehmen uns mal die linke Seite her und formen die so lange um, bis wir bei der rechten rauskommen. Ne? Also schreiben wir uns die linke nochmal hin. Schreiben wir vielleicht hin hier. Beweis. Doppelpunkt. Es existiert kein x, sodass für alle y gilt p von x und nicht q von y. Diese Aussage gilt genau dann, wenn. Ich schreibe das mal hier unten drunter. Ich glaube, das ist besser vom Platz her. Weg damit. Hier. Machen wir es mal hier hin. Genau dann, wenn. So. Es existiert kein x. Nehmen wir uns mal den Bereich hier vor. Und da können wir hier eine Klammer drumherum setzen. Es existiert kein x, für das eine Aussage gilt. Wozu ist es äquivalent? Das hatten wir uns schon mal vor einiger Zeit überlegt. Und zwar schreibe ich das jetzt hier mal hier rechts hin. Es existiert kein x, für das die Aussage. Machen wir mal. F von x gilt. Ja? Es existiert kein x, das ist das gleiche wie. Für alle x gilt nicht f von x. Wenn es kein x gibt, bedeutet das, für alle gilt nicht. Ja, das ist eine äquivalente Aussage. Es existiert keins, ist das gleiche wie für alle gilt nicht. Man kann sich auch rein auf der symbolischen Ebene merken, ne, das hilft einem beim Umformen, dass wenn man so nicht nimmt, eine Negation nimmt, und über den Quantor drüber zieht, hierhin, dann ändert sich der Quantor vom Existenzquantor in Allquantor oder umgedreht. Das gucken wir uns auch gleich an, wie das ist mit dem Allquantor. Aber auf jeden Fall ja, gilt diese Aussage. Und genau die kann man hier drauf anwenden. Ne? Es existiert kein x, für das das hier gilt. Das ist dasselbe wie für alle x gilt die rechte Aussage nicht. Okay. Jetzt sind wir schon relativ ähnlich zu dem, wo wir hinwollen. Hier steht ein für alle x, da steht ein für alle x. Jetzt ziehen wir die Negation mal weiter rein. Ja? Jetzt haben wir wieder so eine ähnliche Situation. Jetzt steht ja hier nicht für alle, ich mache es jetzt wieder mal allgemein, nicht für alle x gilt f von x.
Was bedeutet das? Nicht für alle gilt. Nicht für alle gilt bedeutet das gleiche wie es existiert eins, sodass nicht gilt. Für alle, nicht für alle x gilt f von x bedeutet, es gibt ein x, für das nicht f von x gilt. So. Das heißt, auch hier ist das gleiche, wenn wir die Negation über den Quantor rüberziehen, hierhin ändert sich der Quantor. So. Okay, das heißt, machen wir das doch einfach mal. Für alle x, so jetzt ziehen wir die Negation hier rüber, dann wird daraus existiert ein y, sodass nicht die folgende Aussage gilt: p von x und nicht q von y. So. Jetzt schauen wir mal, wo wir hinwollen. Das ist ja schon relativ ähnlich wie das hier. Jetzt müssen wir noch zur Implikation hier hinten kommen. Und das geschulte Auge, sage ich mal, erkennt, wir haben jetzt erstmal eine Negation mit einer Konjunktion hier in den Klammern. Also wir haben ein Und in den Klammern, eine Negation vorne dran. Das bedeutet, wenn wir die Negation reinziehen, können wir mit dem Gesetz von dem Morgen ändert sich das Und zum Oder. Ne? Das kennen wir auch. Schreibe ich auch nochmal hier allgemein hin. Nicht A und B ist das gleiche wie nicht A oder nicht B. Ne? Wenn wir die Negation hier reinziehen vor jeden einzelnen Teil, dann ändert sich das Operationszeichen vom und ins oder umgedreht. Dem Morgen war das. Es gibt noch ein zweites Gesetz von dem Morgen, das ist das Analoge. Wenn hier ein oder drin steht, wird es zum und. Okay, dann machen wir das doch hier mal. Wenden wir doch mal den Morgen an. Dann steht hier für alle x existiert ein y. So, das gilt nicht p von x oder nicht q von x. Und das ist das gleiche wie q von, ja, wir verschrieben hier, so, wie q von y. Und jetzt sieht man nicht p von x oder q von y, das ist das gleiche wie aus p von x folgt q von y. Wir hatten mal Folgendes bewiesen. Aus a folgt b ist das gleiche wie nicht a oder b. Das kann man einfach mit Wahrheitstafeln zeigen, haben wir mal gemacht. Das können wir hier anwenden. Wenden wir doch die Äquivalenz hier an. Und dann kommt hier raus, für alle x existiert ein y, sodass gilt p von x impliziert q von y. Das ist genau das, was wir zeigen wollten.